ein Erstschlagfinale hatte und was wirklich richtig spannend war. Und ich denke, wir haben ein gutes Handballspiel gesehen, das sieht aber vielleicht ein bisschen anders aus. Wir wollen natürlich gleich auch als Erstes seine Meinung hören zu diesem Spiel. Emotionales Ende, aber am Ende gegen beide Punkte zum deutschen Meister zu Thüringen AC 29 zu 28, Halbzeit 15 zu 12 für den AC. Herr Lutz, deine Meinung zum Spiel, bitte. Das haben wir in der Champions League in keinster Weise geschafft. Die beiden Spiele gegen Botafogo, gegen
auch die internationale Herkunft, eine ganz andere, da kriegst du nie eine Verholung, das ist alles so viel, viel, viel extremer und da muss ich diese Mannschaft dran gewöhnen. Das heißt, wir zahlen dann in der Champions League mehr Geld in der Liga, denke ich schon, dass wirklich eine große Favoritenrolle innehat. Wir haben 7 neue Spieler, die Mannschaft muss zusammenwachsen und ich bin, wie gesagt, froh, so enge Spiele, das ist genau das, was die Mannschaft lernen muss, solche Dinge zu bieten. Ja, beim nächsten Mal so zu schaffen, dass es gar nicht mehr spannend wird. Gegen Jörg, das ist der einmalige Champions League in den letzten 3 Jahren. Da hast du nicht überhaupt keine Chance. Da musst du ganz frei von der Seele Handball spielen. Das ist das einfachste Spiel des Jahres. Da bist du so weit in der Außenseiterrolle. Und da kann man eigentlich nur gewinnen. Das ist gar kein Problem, da können wir nur lernen. Aber wichtig ist für uns, dass wir in der Bundesliga auch schadlos halten. Und da bin ich, wie gesagt, froh, dass wir dieses schwere Auswärtsspiel genommen haben. Ja, vielleicht auch von Steffen noch einmal ein kleiner Ausblick. Wir haben jetzt 2 Auswärtsaufgaben auf der Reihe. Zuerst geht es zum VfL Oldenburg und danach nach Neckarsulm. Wie gehst du diese Aufgaben an mit der Mannschaft? Ja, es wurde jetzt mal durchgerissen und aus meiner Antwort über die Spielstärken und die Sachen angucken, die gut und schlecht waren und die aktualisiert werden, wir haben ja trainieren und wir haben eine schwere Aufgabe in Oldenburg. Diese unbequemte und intensive Feldspieler. Das sind jetzt 2 Gegner auswärts auf Augenhöhe und ja, wir werden gucken, was am Ende des Tages da rumspielt. So eine Leistung heute ist halt nicht unbedingt trocken abrufbar. Da sind wir eigentlich auch die höchste Bundesliga-Mannschaft und so erfahren. Aber genau das, was Herr gesagt hat, wir treffen für uns auch zu. Wir werden die Spiele üben, wir werden daraus lernen und werden an so einer Aufgabe wachsen. Und dann sind wir von den nächsten Spielen auch nicht lange, was jeden Tag hat, und auswärts in Deutschland. Ja, vielen Dank, Steffen. 2 Endergebnisse vielleicht noch für die beiden Trainer auch hier auserfahren. Da wurde es wieder frisch auf Göppingen gegen Vitus Retzing, 21:31. Und Borussia Dortmund gewinnt gegen TV Merlin, 37:23. Und die Gäste eine gute Anfahrt, viel Erfolg. Am Sonntag um 14 Uhr gegen Jörg in Nordhausen spielt Handball Freiburg von der Leber und schauen einfach, was geht. Und für unser Team die herzliche Einladung mitzufahren mit dem Fanbus am 28. Oktober am Sonntag nach Oldenburg. Abfahrt 12:30 Uhr am Schießhalle, Anruf 16 Uhr in Oldenburg und Anmeldung über die Geschäftsstelle. Und wer dann mitfährt, den sehen wir hoffentlich wieder am 14.11.19:30 Uhr gegen die SG BDM Bietigheim, dann hier in Lolle. Vielen Dank und einen schönen Abend.